Er wird der Belmondo des Ostens genannt, Winfried Glatzeder. Mit der Legende von Paul und Paula wurde er 1973 bekannt. 2008 schrieb er seine Autobiografie, rückblickend auf die Höhen und Tiefen seines Lebens. Doch Notizen über sein Leben hat er all die Jahre nicht geführt. Notizen? Nein, wissen Sie, das einzige Malta, was man hat, sind Tausend und Millionen Rückerinnerungen von Gefühlen, von Gerüchen, von schrecklichen und schönen Sachen. Das ist das Einzige, was man im Alter als positive Geschichte, wenn man ein paar gute Erinnerungen hat. Aber die schlechteren sind auch ein bisschen verklärt. Die sind nicht ganz so schlimm, wie sie mal waren. Selbst Christa Wolf hat vergessen, dass sie bei Staatssicherheit war. Und viele Leute haben vergessen, was sie sozusagen zu Zeiten gemacht haben. Also auch Herr Mengele hatte vergessen, dass er Versuche an Kindern, an jüdischen Kindern gemacht hat. Also das ist das Einzige, das Schreckliche verdrängt man, das Gute behält man im Kopf. Aber ansonsten ist Altwerden wirklich was ganz Ekliges. Ich kann Ihnen nur gratulieren für Ihr junges Alter. Genießen Sie es, mit 60 geht's los. Mit nunmehr 67 Jahren ist er immer noch auf Bühnen und vor der Kamera aktiv. Und zurzeit auch auf Lesetour. Er hat seine eigene Art gefunden, mit dem Älterwerden umzugehen. Ich versuche mühsamst, mir eine Art von Humor zu erarbeiten, dass ich die ganzen Ausfallerscheinungen, die man so hat, von der Prostata angefangen, zu den Kniegelenken, zu den Hüftgelenken, zu dem Herzschrittmacher, zu den Ohrstöpseln, zu dem Gebiss. Es ist ja alles schrecklich. Es ist ja alles Ersatz. Normalerweise sind wir mit 45 tot, weil man dann sozusagen seinen natürlichen Prozess des Vervielfältigen abgeschlossen hat. Und dann schaltet eigentlich der Körper ab. Aber da wir eine gut funktionierende Medizintechnik haben, halten sie uns am Leben. Es ist wie am Tropf. Und manch einer liegt eben im Krankenhaus mit einem Gehirnschlag am Tropf. Da verdient das Krankenhaus. Und ich habe Glück gehabt, dass ich noch mich halbwegs bewegen kann. Seine lebendige Art konnte auch das Greifswalder Publikum erleben. Die Lesung im Rahmen des 20-jährigen Jubiläums des Literatursalons lockte zahlreiche Interessierte in die Schwalbe. Der Name seiner Autobiografie, Paul und ich, eine Anspielung auf seine bekannteste Rolle. Immer wieder wird er mit der Legende von Paul und Paula in Verbindung gebracht. Fluch oder Segen? Ja, Segen natürlich. Also wer hat schon das Glück, mal in einem Film mitgemacht zu haben, wo die zwei, drei Generationen immer noch vom Hörensagen wissen, dass man das gemacht hat. Außerdem habe ich dadurch meinen Beruf relativ gut ausführen können. Insofern, als dass ich von den Produzenten besetzt wurde mit dem Gedanken vielleicht, dass man mehr Einschaltquote mit dem kriegt. Das heißt, ich konnte meine Miete immer bezahlen, konnte meine Kinder ernähren und konnte den Haushalt ganz gut beisammenhalten, was 100.000 Schauspieler nicht können. Die müssen nebenbei noch kellnern oder Sprachtraining machen oder in so eine Einrichtung Schauspielunterricht geben oder den Clown im Krankenhaus vor Kindern machen, was alles wunderschön ist. Nur eigentlich ist unser Beruf ja eigentlich am Theater, im Fernsehen, im Film, zum Beispiel ein Buch zu schreiben und Lesungen zu machen. Das ist unser Beruf eigentlich als Schauspieler. Aber das ist leider wenigen vergönnt. Also da habe ich Glück gehabt. Insofern ist es ein Segen gewesen. Mit 34 Jahren verließ Winfried Glatzeder die DDR. In der DDR war sozusagen Ideologie ganz, ganz viel vorhanden. Und das war mir zu viel. Außerdem hatte ich ein Angebot von einem westdeutschen Theater, da zu spielen. Das habe ich wahrgenommen, weil ich dann natürlich gleich Geld hatte, um mir eine Wohnung zu leisten und meine Kinder zu ernähren und eine Schule und so. Und ich bin eigentlich nur 8 Kilometer, also ich habe die DDR gar nicht verlassen. Ich bin nur 8 Kilometer umgezogen, was das Normalste von der Welt eigentlich gewesen wäre, wenn es nicht diesen eingesperrten Hof gegeben hätte, der sich DDR nannte, wo experimentiert wurde, eine andere Gesellschaft außerhalb der gesellschaftlichen, der globalen Anbindung, in die ja sozusagen das System auch gebunden war und es immer versucht hat aufzulösen, indem es mehr Kredite machte.
Die Hoffnung nahm immer mehr ab, dass es ein gutes Experiment wird. Und das habe ich relativ früh gemerkt und habe im Zuge dieser ganzen Biermann-Geschichte dann den Entschluss in mir reifen lassen. Also ich bin nicht Hals über Kopf gegangen, sondern es dauert immer ein bisschen. Und diesen Entschluss finde ich nach wie vor als einen richtigen Entschluss gewesen, weil jetzt habe ich das, ich wohne ja mein ganzes Leben in Berlin und jetzt kenne ich alle Stadtbezirke Berlins in- und auswendig, weil ich da hin und her gezogen bin und diese Stadt liebe, den Osten wie den Westen. Es ist ja immer noch Ost und West. Ob Ost oder West, Glatzeder ist überall. Er lebt für die Bühne. Genau, ich habe also gerade jetzt vor 14 Tagen mit 1170 Mal Pension Schöller wieder mal beendet. Dann fahre ich nächsten Jahr zu einer Tournee, dann werde ich im Ruhrgebiet arbeiten, dann mache ich in Österreich einen Film. Also es wird so sein, dass ich hoffentlich irgendwo, entweder auf der Bühne oder beim Film, irgendwann umfalle und tot bin. Das wäre so mein Traum. Aber es gibt leider, den Traum wird selten erfüllt. Man wird im Bett jämmerlich vor sich hin faulen. Aber gut. Aber gut. Wir hoffen, Winfried Glatzeder wird noch lange dem Publikum auf der Bühne erhalten bleiben.